So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Folge Nummer 82 dürfte das sein. Und ja, wo befinden wir uns? Ein Gewissens garantiert oder auch nicht. Wir befinden uns gerade nämlich noch in unserem neuen Gebiet, beziehungsweise in unserem Hafengebiet V2. Erstmal gehen wir hier wieder in die normale Kameraperspektive. Und dann könnt ihr euch das hier mal anschauen, wo wir hier genau gelandet sind. Um was hier genau gewacht wird und gemacht werden soll. Zum Beispiel hatten wir vor einigen Folgen hier so ein bisschen was umgebaut und dann das hinzugefügt und das dann hier. Und ich möchte euch jetzt fragen, da, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Aufrufzahlen zusammenbrechen, aber kaum noch Regungen zu den Folgen teils sind. Was möchtet ihr unbedingt sehen, was eher weniger, worüber würdet ihr euch am meisten freuen? Sowas könnt ihr alles mal in die Kommentare schreiben, weil wenn es euch nicht gefällt, ist es auch blöd, irgendwas zu machen. Natürlich habe ich Spaß dran, aber die ganze Zeit nur was zu machen, was nicht gut ankommt, ist dann auch ein bisschen blöd auf Dauer. Und ja, deswegen an euch die Fragen halt, was wollt ihr unbedingt sehen, was ist wünschenswert, was ist weniger wünschenswert und ja. Wenn ihr das getan habt, seid ihr schon auf der positiven Seite. So. Genau. Und dazu könnt ihr dann auch mal schreiben, was ihr genau alles sehen wollt. Ob ihr jetzt noch irgendwie großartig das weiter sehen wollt oder nicht. Bei einigen kommt es ja immer noch gut an, aber bei einigen halt nicht mehr, beziehungsweise da ist kaum noch Regung. Und ja, so. Wir machen das jetzt, dass wir uns hier weiter ausbauen. Die sind wieder voll. Der ist noch nicht voll, weil wir den erst entleert hatten. Hier oben ist auch wieder so ein Verkehrschaos. Wieso? Dann machen wir das dann einfach mal aus. Dann sollten die ja normal schneller dahin kommen, wo sie hin wollen. Ja, das ist mal wieder zu wenig, was hier gemacht wird. Was ist das denn? Die Bürger wünschen sich mehr Dienstleistungen in dem Viertel. Hä? Guck mal, hallo. Ihr habt doch hier alles. Ihr wollt mich gerade trollen. Nee. Da habt ihr Gewerbe, da oben ist Wohngebiet, hier ist Industrie und Büro. Aber es kann doch nicht sein, dass er hier rummeckert. Und der läuft wohl langsam an. Sieht gar nicht so schlecht im Normalfall halt aus im Moment. Wann die Wies hier abläuft. Natürlich, hier haben wir noch so ein, zwei Engpässe, aber die sind ganz normal. Genau. Wasser sollte hier ja auch wieder runterkommen und gestaut werden. Weil wir haben ja letztes Mal den Staudamm noch ein bisschen, ja, ich will mal sagen, verbreitert, beziehungsweise vertieft. Ja, weil wir jetzt halt, ne, hier noch mehr Wasserplatz haben. Und dann wird das hier vorne ein bisschen weniger. Und das ist auch mal was Schönes, wenn wir da ein bisschen mehr Wasser stauen können. Das wäre dann halt nicht unbedingt, wenn wir mal die Pumpen verschieben würden, wie jetzt zum Beispiel die hier. Das war dann hier nicht gleich trocken liegen, da wo wir dann sagen müssen, hallo, wir sind hier trocken, wir können hier gar nichts mehr machen. Und jetzt kann die hier genug, ja, Wasser ziehen. Und ja. Also ohne leer zu laufen halt. Das ist ja eigentlich das Ziel. Nur hier kommt ein bisschen wenig zu im Moment raus. Weil halt hier vorne zwar genug rankommt, aber halt nicht ausreichend genug. Und von hier hinten brauchen wir jetzt gar nicht reden. Da kommt allgemein immer was nach. Also das ist auch nicht so schlimm. Dazu haben wir dann noch, um jetzt mal so ein bisschen wieder zurückzukommen auf das eigentliche Spiel, haben wir dann hier noch in den letzten zwei Folgen haben wir diese beiden Strecken hier gebaut, beziehungsweise haben wir ja das hier auch gebaut, diesen Teil der Siedlung, und hoffen jetzt, dass wir so ein bisschen das Viertel hier, beziehungsweise die Viertel entlasten können damit, damit die halt ordnungsgemäß fahren. Hier wollte ich nochmal nachgucken, ob hier irgendeine Buslinie oder sowas fährt, was natürlich nicht der Fall ist. Deswegen lassen wir dann mal einfach eine Linie hier drüben herkreisen. Ist zwar nicht unbedingt lohnenswert, aber halt noch nötig.
weil hier die Leute irgendwie hinwollen, weg wollen. Ich habe keine Ahnung. Und hier können wir halt nur zum Beispiel da oder da das dran setzen. Deswegen werden wir wahrscheinlich da erstmal eine setzen und dann da. Und dann da. Dann gehen wir die Strecke hier halt zurück, damit wir irgendwie diese Massen an Leuten, ich will mal sagen, bändigen können. Vielleicht ist bändigen das falsche Wort. Aber wir wollen die ja irgendwie hier alle versorgen. Und dann wollen wir auch keinem irgendwas Böses antun. Dass er dann hier irgendwie keine öffentlichen Verkehrsmittel oder sowas kriegt. Und dann sie da stehen, ich will aber und ich hab noch nicht und da sind immer, glaube ich, die besten Leiern, die man so kennt. Ich will, aber ich hab noch nicht und das dürfte doch, ah nee, das ist verkehrt rum die Straße. Dann machen wir die aber da oben hin, dann wirklich dahin wieder und dann da unten. Vielleicht raffen die Leute es ja dann, dass da irgendwie keine wirkliche Haltestelle ist. Vor allem, die kann man auch nicht mehr abreißen. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob man überhaupt Haltestellen abreißen kann, ohne dass die halt dann einfach nur weiter gesiedelt werden. Und hier, das wäre jetzt blöd, das abzureißen, wenn hier jeder Verkehr schon halbwegs läuft. Natürlich könnte man jetzt mal sagen, Jungchens, ihr kriegt da erstmal wieder eine Ampel. Weil, ne, und so, ihr dürft warten. Da steht zwar die Feuerwehr, aber da sollten wir auch noch genügend haben, dass das halt läuft. So, wohin stauen die sich? Ja, ist ja gar nicht so weit bislang. Und die Frage ist, wieso fahren die da... Also, ich wollte gerade fragen, wieso fahren die da nur... einspurig, aber das liegt ja hier dran. Weil die da nicht höher kamen von dem Punkt, wo sie hier von hin wollten. Von hin wollten, jawohl. Von wo sie halt starten wollten. Und ja. Es ging halt nicht so gut. So kann ich hier überhaupt keine Brücke, beziehungsweise keinen Weg machen, doch da. Dann bauen wir hier einfach die Brücke neu. Und dann schauen wir einfach, dass die da zweispurig sogar abfahren. Damit das hier halt besser in die Länge reinpasst, die sie hier angeben, beziehungsweise die sie ja selber hier machen. Deswegen einfach hoffen, dass das irgendwie zweispurig akzeptiert wird. Und ja. Genau, hier können wir ja nochmal kurz Challenge Line. Links geht weg. Machen wir nur geradeaus. Weil wenn sie einmal rum wollen, können sie auch normal den Weg fahren hier rum und dann zurück. Also, das ist nicht das Problem. Genau. Hier fahren die ganz normal. Da bilden sie halt noch keine richtige zweite Reihe. Aber die Frage ist halt auch wieso, ne? Weil die müssen sich jetzt hier erstmal dran gewöhnen. Okay, hier ist jetzt mehr Platz. Da kann jetzt auch mehr gefahren werden. War halt vorher, das ging gar nicht, dass die hier halt nichts machen konnten und sowas. Deswegen ist es halt für die jetzt die Gewöhnungsphase hier wieder an neue Verhältnisse. Natürlich könnten wir jetzt Sachen machen, dass das hier zum Beispiel dahin geht. Und dann haben wir hier halt eine Ampel. Die Ampel kann man dann aber abschalten und dann hat man hier halt normalen doppelläufigen, eine doppelläufige Straße. Und dann macht man jetzt zum Beispiel einfach so und so und dann hat man das auch wieder. Jetzt heißt es nur wieder einen Teil der Brücke neu bauen und fertig. Dann haben wir das Ganze nämlich auch schon auf, sechsspurig hier unten ausgebaut, zwei Abbiegespuren und ja, haben wir das einfach dann umgebaut. So, wie sieht es hier mit den Bussen aus? Die fahren 0,0 Leute, aber die wollen hier auch nicht weg, Alter. Die wollen auch nicht weg.
Ah, jetzt fahren einige hier sogar zweispurig schon. Das ist perfekt. Denn so schaffen wir halt eindeutig mehr hier auf die Auffahrten. Und sind uns dann eher froh, dass die hier wegfahren, als wenn dies nicht so wäre. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal laufen und schauen uns das dann später an. Was wir nochmal machen könnten, wäre dann hier zu schauen, wie weit bzw. wo kann hier noch ein Bahnhof hin. Weil wir haben ja hier schon eine Trasse gelegt, passend dazu, dass hier dann auch ein Bahnhof hin kann, von dem aus halt die Güter fahren können, beziehungsweise von dem die aus halt ja, weg können. Das ist halt die Frage, macht man das dann halt so, dass man hier halt so wie jetzt einen Bogenbahnhof drin ist, der dann halt nur auf die rechte Seite gepflanzt werden kann, oder wie macht man das dann im Genauen? So. Dafür können wir da auch die Strecke dann erstmal abreißen. Nehmen dann zum Beispiel hier nochmal die Strecke. Dann kann man auch schon hier gucken, wie weit man halt rum kann. So. Jawohl, du hast kein Wasser, nichts, gar nichts. Wir werden zwar wahrscheinlich viele Güter hier hinten herfahren, aber ich hoffe, dass das dann halt auch nicht zu viele sind, damit hier der komplette Verkehr halt nicht wirklich lahm liegt. Denn wir haben schon mal gesehen, was passiert, wenn hier zu viele Güter auf einem Platz liegen. Dann steht das hier und keiner weiß genau wohin und womit und ach ja. Das war schon eine lustige Zeit. So. Jetzt heißt es erstmal, dass der angenommen werden muss von den Leuten hier. Dann kann ja auch hier der erste Zug lang fahren. Dann haben wir den auch nochmal so weit. Und man sieht ja hier, dass wir den Verkehr sogar relativ gut, ja, bewältigen. Jetzt kann man hier nur sagen, ne, dass wir die Line halt nochmal changen zu rechts und die geht weg nach links. Normalerweise könnte man ja auch sagen, okay, du kriegst überhaupt keinen Abbieger nach links. So. Und was auch noch dabei ist, danke erstmal an... Ach scheiße, jetzt habe ich den Namen nicht nachgeguckt. Ich tue das kurz, weil einer hatte mir nämlich geschrieben, wie dieses Tree Brush... dieser Tree Brush Mod heißt. Und zwar... heißt der Fabian Martin. Erstmal Dankeschön an dich, dass du mir diesen Link dazu gegeben hast. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wie das genau geht vom Brushen her. Aber das geht auf jeden Fall, dass es irgendwie ginge. Beziehungsweise, dass man dazu kommt. Ich weiß nicht, irgendwelche beiden Tasten oder sowas. Warte mal, F8 kann man noch gucken, ne? Ne, das sind die Sonnenschäfts. Das ist blöd. Nö, nö. Nee, das ist hier First Person. Wie kann ich das denn jetzt machen? Plus, Minus, M und N. Irgendwas? Nein. Okay, damit muss ich mich dann auf jeden Fall nochmal beschäftigen, wie das dann ist. Mit den Tastenkombis und ja. Sowas halt, ne? Damit ich da halt nicht sofort wieder auf Grund laufe, wie jetzt, eben gerade, vorhin. Weil das ist dann doch schon ein bisschen blöd, wenn man da steht und nicht weiß, wie das geht. Und ja. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier vor dem Bahnhof erstmal eine ganz normale Straße wieder. Was ja auch akzeptabel ist. Kann man es ja nennen. Dann machen wir das doch erstmal nur so weit. Und da kann man meinetwegen hier hinten eine Brücke oder sowas dran machen in der Kurve. Die dann, ach, ich weiß nicht, so weit geht. Ne, eigentlich wäre das ja dann sogar so weit. Ja, genau, hier sehen wir sogar den ersten Zug fahren. Das ist natürlich jetzt blöd.
Und ja, machen wir heute mal eine kurze Folge. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten. Haut rein, bis dann und ciao.